Popkultur. Digital arbeiten. Superbes. Oso. Auf einer dunklen Bühne steht ein Langhaariger mit weißer E-Gitarre, Maxim. Auf eine Wand hinter ihm wird ein Video projiziert. Es zeigt, mit einem Glitch-Effekt, einen zweiten Musiker, Alex, mit seinem E-Bass. Beide Musiker sind weiß. Alex trägt ein dunkles Basecap, eine rote Jacke und eine dunkle Hose. Maxim wippt hin und her. Seine Augen sind geschlossen. Er trägt ein weites Hemd mit schwarz-weißem Schlangenprint, eine dunkle Hose und weiße Schuhe. Seine schulterlangen dunklen Haare schwingen hin und her. Maxim rockt im Licht der Projektion. Auf sein Gesicht und das helle Hemd legt sich Alex' Bild mit der roten Jacke. Zuweilen überlagert das Bild von Alex E-Bass Maxims Gitarre. Maxim tritt ein paar Schritte zurück. Der Schatten des Mikrofonständers fällt auf seine Brust. Helle Spots strahlen von hinten. Maxim kickt das linke Bein in die Luft. Sein Körper fängt das Licht der Projektion auf. Der Einfallswinkel des Projektorlichts ändert sich. Es fällt in gleißenden Strahlen von schräg oben an die Wand. Maxim wirft den Kopf in den Nacken. Leicht taumelnd geht Maxim am Mikrofon zurück, tritt in und aus dem Projektionslicht. Sein Kopf ist zur Gitarre geneigt. Maxim hebt das Mikro vom Ständer. An der Hand glänzt ein silberner Ring. Das Mikrofonkabel führt über die Schultern in seine linke Hand. Er stößt die rechte mit dem Mikro mehrmals in die Höhe. Er steckt das Mikro an den Ständer zurück. Maxim springt leicht auf und ab und legt den Kopf weit in den Nacken. Er lässt die langen Haare nach vorn schnellen. Sein Schatten fällt auf die Videoprojektion. Er beugt den Oberkörper weit vor. Er taumelt ein paar Schritte rückwärts zur Videowand und entfernt sich wieder von ihr. Das Projektorlicht fällt erneut von schräg oben über Maxim hinweg. Ein Teil der Projektion legt sich wieder auf Maxims Körper. Seine Sprünge mit der Gitarre werden wilder. Erneut strömt das Licht von schräg oben. Alex bewegt sich beim Spielen nicht von der Stelle. Seine Gestalt und die Gesichtszüge sind von den grellen Strahlen der Projektion verdeckt. Maxim hat große dunkle Augen. Er schließt sie kurz. Die langen Haare umrahmen sein blasses, mageres Gesicht. Er hält die Arme hinter den Körper. Die Gitarre hängt am Gurt von seiner Schulter. Er umfasst das Mikro. Sein Blick wirkt entrückt. Im Video stellt Alex mit Glitch-Effekt den E-Bass weg. Das Projektorlicht erlischt. Das Bild wird schwarz. Es folgt der Abspann. Popkultur. www.pop-kultur.berlin. Popkultur 2020. Eine Veranstaltung der Music Board Berlin GmbH. Gefördert von Senatsverwaltung für Kultur und Europa des Landes Berlin.
Europäische Fonds für regionale Entwicklung, INP. Programm Stärkung des Innovationspotenzials in der Kultur. Audiodeskription Jonas Hauer, Tanja Eichler-Ojacke, Anne Leichtfuß. SprecherInnen Leonie Elpelt, Marc Heißler, Sirena Dunbar. Produziert von Urban Hamlab.